Moin, wir sind's, eure Cargo Bike Lovers. Hinter der Kamera wie immer der Julian, vor der Kamera bin ich's, der Danny. Hi, wir sind hier in Zwickau bei Pendix und wir gucken uns jetzt mal ein bisschen die Produktion an und so einige weitere Teile und werden auf richtig coole Leute treffen, die uns einen Einblick geben werden, was Pendix so macht und wie es hergestellt wird. In diesem Sinne, seid gespannt, bis später. Hi. Ich bin Danny, grüße Hi. Dich. Wir haben jetzt gesehen, wie die Produktion aussieht von dem Motor oder die Herstellung. Und jetzt habt ihr euer eigenes Lastenrad. Vielleicht kannst du mir was dazu erzählen. Ja, genau. Zum Motor habt ihr schon jede Menge gehört. Und jetzt haben wir hier ein Lastenfahrrad stehen aus dem industriellen Bereich. Da werden unsere Motoren auch mit verbaut. Aber unter der Marke VSC Bike stellen wir auch industrielle Lastenräder her. Und das ist eins, was sozusagen in ähnlicher Form auch bei der Deutschen Post beispielsweise in Gelb dann in Einsatz kommt oder eben hier in Weiß auch bei anderen Unternehmen. Das ist einerseits im Flottenbereich, aber eben andererseits auch für den Postzustellbereich. Ja, kann gut beladen werden, hat praktische Box oder vorne eben Körbe. Und ansonsten haben wir was ganz Besonderes, denn hier ist ein Serielhybrid. Bei dem Serielhybrid, da gibt es insbesondere Vorteile für den gewerblichen Bereich, weil da eben mechanische Komponenten eingespart werden. Und insbesondere beim gewerblichen Bereich bedeutet das einige Ketten und Kettenblätter im Jahr, die man dadurch einspart und eben auch die Ausfallquote reduziert. Vorne haben wir einen Generator, da tritt man sozusagen rein, der wandelt die mechanische Energie um in elektrische Energie, gibt diese nach hinten an die Motoren weiter. Wir haben hier zwei Heckmotoren und da gibt es volle Kraft sozusagen für den Fahrer, auch mit größeren Lasten. Alex, das ist richtig spannend. Ich finde das total faszinierend. Ich bin total begeistert. Jetzt haben wir hier die industrielle Nutzung. Das ist ja jetzt nicht was so für mich, für einen Endverbraucher als Privatperson. Ihr habt ein richtig schönes Fahrrad. Vielleicht kannst du mir das zeigen und uns das mal erklären. Ja, gerne. Ne? Den Finn? Ja. Das ist unser Finn von VSC Bike, der wirklich für private Anwendung eher geeignet ist. Ihr habt ja jetzt hier den Pendix-Motor natürlich verbaut. Ich sehe, das ist hier am Hinterrad. Ich denke, das ist ein 26-Zoll-Hinterrad. Ja, also das Fahrrad gibt es grundsätzlich mit und ohne Antrieb. Du hast schon angesprochen, hier ist unser Narbenmotor in Form von einem Heckmotor verbaut. Hat genauso kein Getriebe, ist damit wartungsfrei und geräuschlos. Kann man also schön auch die Natur genießen, wenn man nicht in der Stadt fährt. Ansonsten hat er auch noch eine Zusatzfunktion. Man hat nämlich auch Rekuperation, die Möglichkeit, sozusagen auch seinen Akku damit aufzuladen. Aha, Rekuperation, was ist das? Also noch nie gehört, sorry. Okay, damit kann man auch seinen Akku teilweise wieder aufladen. Sozusagen kann man die Bremsenergie nutzen, um dann auch seinen Akku wieder ein Stück weit zumindest wieder ein bisschen Energie zurückzugeben. Was habe ich, also gut, ich habe die Energiezurückgewinnung und habe ich da noch was an Vorteilen vielleicht? Ja, stimmt. Bremsen oder danke, so? Danke, dass du danach fragst, weil gerade bergab mit so einem Gefährt, was auch gut beladen ist, muss man immer ganz schön bremsen, das spart nochmal Bremsenergie. Weil wenn man da eben, man hat ja so einen schönen Taster, man drückt den und wenn man da bergab fährt, dann bremst das mit und gleichzeitig lädt man seinen Akku wieder auf. Spannend. Wie seid ihr vom Nachrüsten zu einem eigenen Lastenrad gekommen? Wir haben ja unsere industriellen Lastenfahrräder schon, wir haben unsere Motoren und dann dachten wir, für private Endkunden brauchen wir doch auch noch ein passendes Fahrzeug. Wir können unsere ganze Expertise in ein Fahrzeug komplett reinnehmen und damit auch Endkunden beglücken. Alex, das ist ja hier eine sehr, sehr starke Region und klar, alles was aus Fernost kommt, kommt aus Fernost, das kann man oftmals nicht ändern, aber seid ihr hier so stark, dass ihr das hier alles so produzieren können, dass ihr das von hier aus euch quasi beschaffen könnt? Wir versuchen, so viel wie möglich Komponenten aus der Region zu beziehen. Also der Rahmen ist zum Beispiel aus Sachsen. Die Tasche, die du vorne siehst, das Planmaterial, kommt auch aus Sachsen. Natürlich unser Motor wird hier produziert. Und auch die Komponenten, die dafür notwendig sind, versuchen wir, so gut es geht, regional zu beziehen, deutschlandweit oder eben wenigstens europäisch. Es gibt Komponenten, die wir nun mal auch aus Asien sozusagen heranbekommen müssen. Aber so gut es geht, wollen wir wirklich aufgrund der Nachhaltigkeit auch auf Komponenten in der Region zurückgreifen. Was macht euer Rad so besonders?
Ja, der Rahmen ist aus Aluminium und ist auch von der Konstruktion so, dass er wirklich wenig Streben benötigt, sodass er besonders leicht ist. Wenn man jetzt ohne Motor den wiegen würde, sind wir bei den Komponenten, die auch dran sind, bei 23 Kilo. Ach krass. Mit Motor bei 30 Kilo, also wirklich ein leichtes Lastenrad. Ansonsten haben wir hier vorne noch ganz besonders eine Seilzuglenkung, die besonders leichtgängig ist und dann eben auch einen absolut genialen Lenkwinkel hat, sodass man auch in der Stadt wirklich gut unterwegs ist. Und man sieht auch, man kann super einschlagen. Es ist super wendig, das Fahrrad, also insbesondere in der Stadt. Dadurch, dass es eben auch schmal ist, leicht ist und eben besonders wendig, ist perfekt geeignet, auch in engeren Bereichen. Absolut praktisch. Und mit dem Motor hat man mit 70 Newtonmeter, die er einen sozusagen anschiebt, auch bei größerer Beladung, ein absolut leichtgängiges Fahrrad. Ja, vielen Dank für diesen Einblick. Wir haben festgestellt, also vieles kommt hier aus dieser Region und das finde ich super und sehr nachhaltig, weil ich liebe Nachhaltigkeit. Vielen, vielen Dank. Danke dir auch, dass ihr heute hier wart und einmal den Finn getestet habt. Ja, ich wünsche allzeit gute Fahrt. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt einen Daumen hoch, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke.